Willkommen zurück im wunderschönen Wiesenflur mit der entspannendsten Musik, die ich in diesem Spiel hier kenne. Einer meiner Lieblingsorte im Spiel. Hoppala. Metaflur-Tunnel, die Verbindung zwischen Metaverse City und Wiesenflur. Tunnelprojekt wurde abgebrochen. Das ist natürlich doof. Ja, komm. Wer hätte das erwartet? Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Ein Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen ein Berg-Pokémon? Du, ich habe keine Ahnung und ehrlich gesagt, das geht mir dermaßen an der Kiste vorbei. Melvin. Und zwar Double Kick. Also ganz ehrlich, Logok, du könnt sagen, was ihr wollt, aber Logok sieht aus wie so ein Held. Keine Ahnung, so voll maskiert mäßig, so voll Elementarheld mäßig, Yu-Gi-Oh! Keine Ahnung, irgendwie erinnert er mich daran. Don't know. Nochmal Doppelkick. Denn doppelt hält besser. Oh. Macholo? Nö. Und zwar. Nein, Blödsinn. Egal. Ja, ich wollte gerade sagen, 20 Level Unterschied machen den Kohl auch nicht mehr fett. Melvin wurde ziemlich in den Boden gestampft. Was soll's? Ach so, stimmt, das ist ja hier. Da hatte ich den Zertrümmerer noch nicht. Aber das heißt, ich kann die Stadt jetzt beziehungsweise den Weg freimachen und somit sozusagen eine Abkürzung schaffen. Oh, meine Güte, wenn ich mal 2 Schritte komme ohne Pokémon-Angriff. Das ist so schlimm in diesem Spiel. Das ist wirklich so schlimm. Du wirst echt deine Freude haben hier, LTF. Mann, Mann, Mann. Von wegen. Wieso peinlich? Ich ärgere mich ja noch nicht mal. Es ist halt, ich sage, es ist blöde und doof, weiß ich nicht alles, aber mein Gott, ich bin's gewohnt. Du hast den Felsen, der den Weg blockierte, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM geben. VM 04. Ich hoffe, das ist jetzt endlich mal Stärke. Ja, sag ich doch. Diese Form hält Stärke, wenn ein kräftiges Pokémon. Bla bla bla. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruhe dich ein bisschen in meinem Haus aus. Ich glaube nicht, dass ich jetzt zurück möchte. Nein! Verloren und das durch ein Flummi. Ich wurde durch ein Flummi aufgehalten. Geht's hier entlang? Ja, scheinbar schon. Ah, bitte. Nicht alle 2 Minuten. 2 Sekunden. Minuten, das wäre schön. Das wäre schön. Das Ding ist, mich regt das nicht auf, aber ich weiß, wie LTF auf sowas reagiert. Der regt sich ja schon in Breath of Fire 3 so tierisch auf. Das ist so hammerwitzig. Natürlich. KP Plus. So, schade, der Beutel ist voll. Juhu. Oh Gott, ich weiß schon, was ich machen muss. Den Beutel mal ein bisschen leeren. Pudersand geben. Hauptsache, ihr habt Zeit in der Hand. KP Plus, weil das ist ein richtig, beziehungsweise denn das ist ein richtig gutes Item. Es das heißt nicht weil. Ich habe meine Brille verlassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ja, kann ich. Ihr müsst jetzt theoretisch auf dem Boden rumspammen. Nein, das wollte ich nicht. Dafür kriegt man, glaube ich, nämlich auch ein tragbares Item, was natürlich ungünstig ist, weil dieser verschissene Beutel immer noch voll ist. Moment. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ja, Müll, mach, komm. Weil es ist nur ein Trank, mein Gott, ist drauf geschissen. So, Moment, wo ist das Ganze?
Man kann sich echt abbrechen, das Ding hier zu finden. Kannst du dich eigentlich mal bewegen, ohne irgendwas umzustoßen? Briggs hat Schattenglas gefunden. Ich habe meine Brille fallen lassen, bla bla bla. Deine Brille, darf ich sie mal kurz ausprobieren? Das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Oh, ist das ein Idiot. Tja, aber er hat uns halt sozusagen dazu animiert, das zu finden. Das finde ich gut. Schattenglas ist... Moment, für Unlicht? Ich habe keine Ahnung. Moment. Verstärkt Unlichtattacken, ganz genau. La 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 la. Flummel! Wer hätte es gedacht? Das Ding ist, oh Gott, bitte guckt euch das mal an, das ist hart, oder? Finde ich zumindest. Das ist so krank. Ich wünschte wirklich, es gäbe ein Pokémon, das dauerhaft irgendeinen Schutz, eine Anti- Angriffs, was weiß ich, irgend so, zum Beispiel Duflor, das irgendwie so Gestinkattacke hat, das wirklich dauerhaft anhält, was die Pokémon fernhält. Gibt's in Final doch auch. Der Mokri, der das kann und so. Das wäre richtig geil. So ein Pokémon hätte ich immer dabei. Wie sieht's eigentlich mit meinen... Warte mal, ich gehe jetzt erstmal ins Center und leg den ganzen Müll ab. Beziehungsweise ich räume jetzt oder verkaufe jetzt erstmal diese ganze X-Portion und so Scheiße, weil ich die so sinnfrei finde. Ich habe die noch nie in einem Kampf eingesetzt. Denn ihr müsst eine ganze Runde darauf verschwenden, die überhaupt einzusetzen. Was bringt mir denn das? So lange sind die Kämpfe meistens gar nicht. Weg damit, ja. Weg damit. Wenn ihr sagt, boah, die sind voll praktisch, das ist mir scheißegal. Ich finde die Dinger nervig. Zickzacksbrief, wieso habe ich sowas? Weg damit. Statusänderung wird für den... Okay, das zum Beispiel, das ist ja noch irgendwo geil. Hebt die Volltrefferquote für einen Kampf. Das muss nicht unbedingt sein, aber der Block, zum Beispiel Statusveränderung, das finde ich gut. Nö, das finde ich dumm. Ja. Der Mondstein. Ich habe einen Mondstein. Wo habe ich denn den her? Roffel. Top-Äder, Superschutz, KP+, ganz wichtig. So, und den Rest, der wird irgendwo ins Ding geräumt. So, und jetzt müsstest du mir mal kaufen. Super, boah, sind die teuer. Sag mal, seid ihr narrisch? Boah, ist das übel. Na gut, ich habe 42.000 trotz allem. Ich empfinde das als ganz schön teuer. Ja, komm, ist gut. Dann reicht's aber auch erstmal wieder. Ja, ich bin jemand, der fast niemals irgendwelche statusveränderten Sachen oder jetzt irgendwie Tränke. Tränke kaufe ich tatsächlich erst vor den Top 4. Ansonsten so gut wie nie. Item ablegen. So, jetzt kommt der ganze Mist hier rein. Äther brauche ich erstmal gar nicht. Fluchtseil kann ich erstmal behalten. Ewigstein brauche ich im Moment nicht. Sprudel. Ja, Megablock. Nö, Beleber brauche ich. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon Beleber brauche. Protein auch nicht. Hyperheiler. Das auf jeden Fall. Mondstein kann weg. Top Ether brauche ich im Moment auch nicht. Superschutz. Nö, nicht unbedingt. KP Plus auch nicht. Und das Schattenglas auch nicht. Die Beeren bringt nichts wegzulegen. Das hier kann auch voll werden, deswegen kommt das hier auch erst alles in... Nee, Moment, die Geheimpower bleibt. Da muss man nämlich ein bisschen achtsam mit umgehen, denn man hat die nicht ständig, die hat man einmal, diese Geheimpower. Man sollte also jetzt nicht ein Pokémon nehmen, was man dann später, ich sag mal, wegwirft oder rausschmeißt, sage ich jetzt mal. Je nachdem, was ihr halt damit macht. Ja, Rülps, Pokémon rüsten, genau. So. Überall, genau. Bla 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 bla. Das ist übersichtlich.
Das ist gut, das gefällt mir so. Hatte ich die Pokémon geheilt? Alzheimer.de? Scheinbar reicht mir auch so, okay. Ich wage zu behaupten, ein Trainer ist nicht qualifiziert, wenn seine Pokémon nicht freundlich sind und sich wohlfühlen. Hast du ihnen einen Pokeriegel gegeben? Nö. Die sollen doch nicht fett werden. Scherz. So, jetzt ist die Frage. Wo wir dabei sind. Ich hatte doch eben noch eine Stärke. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich die jetzt schon... Ja. Aber Bummels kann nur maximal bla bla bla. Und zwar bitte mal... Kratzer weg. Juhu. Aber er kann es im Moment... Also ich glaube, oder? Kann er das außerhalb von einem Kampf einsetzen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nein. So, das heißt jetzt aber auch... So, Moment. Das war jetzt Gravitport oder... Nee, Metarost und Wiesenflur. Metarost und Wiesenflur. Ich bin viel zu weit gefahren, so ein Scheiß, ey. Ah, okay, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Nö. Will ich nicht, Hilfe, ich werde schon wieder gezwungen. Ich werde genötigt. Züchterin Blasius, oh mein Gott. Beziehungsweise Züchter Blasius, wird ja mal schlimmer. Blas dir selber ein, Mann. Warum immer ich? Ich sollte ich da jetzt drüber schreiben hier. Ab 18. Stolunia, Stolunia. Doppelkick. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal ruhig bin. Ich bin etwas gelangweilt. Beziehungsweise etwas angefressen, weil ich einfach nur zum verfuckten Schlotberg will. Weil ich mein Lieblings-Pokémon endlich haben will. Mann! Kriegst einen in die Fresse, du Penner. Ja, natürlich, du! Double Kick! Teenage Mutant Logok Turtles. Moment, was? Oh, oh, mir tut der Arsch weh. Arsch weh, Arsch weh. Oh Gott. Makuhita. Fettwinita. Entschuldigung. Okay, so, und darf ich jetzt... Okay. Du hast großartige Pokémon. Du nicht. Du Penner. Aber St. Walter, der, den hatte ich auch noch. Das Problem ist, wo kriege ich denn diese blöde Brille her, mit der ich hier durchkomme? Die kommt natürlich erst später, klar, aber wann? Das Schattenglas ist das ja nicht. Das ist ja für Pokémon. Ich wollte sagen, die hatte ich ja schon besiegt. Wie komme ich denn jetzt bitte daran? Hier geht's zum Schlotberg, Mann, endlich. Boah. Fuck it, leer. So, und zwar. Sei mein Pferd gleich ab. Ja, natürlich will ich mit. Glaubst du, ich stehe hier, weil ich dich begaffen will, dumme Pute? Die Animation allein, total süß gemacht, ehrlich.
Yay! So. Ja, also die sind hier schon ganz eifrig am Kämpfen. Okay, yeah, jeder wird nass. Wenn sie die Meere vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Pokémon und Menschen. Ja toll, ihr wollt es ja genau andersrum, ihr Döf-Deppen, ey. Ich muss sie alle aufhalten, denn sie sind alle irre geworden. Oh mein Gott. Oh, Obelix, bitte halte die im Aqua für uns auf. Sie versuchen mit der Kraft des gestohlenen Meteoriten den Vulkan zu inaktivieren. Okay. Ach so. So, Moment, ich habe an erster Front. Ja, okay. Guten Tag. Wir vom Team Aqua setzen unsere Energie zum Wohle aller ein. Wenn es mehr Wasser gibt, sind die Wasser-Pokémon glücklicher und die Menschen hätten mehr Platz zum Schwimmen. Ja, total. Ich glaube, ich bin zum Glück. Team Aquakrüppel, Rüpel, Moment. Oh, sie haben mehr Platz zum Schwimmen. Du bist ja vielleicht witzig, ey. Blut! Ich hätte eigentlich auch Feuerfeger nehmen können. Egal. Tod ist tot. Beziehungsweise besiegt. Die sind ja nicht tot. Oh, musst du niesen, du süßes Schweinchen da hinten. Nö, nö. Ist so schön die Luft. Die niesen doch nicht, weil die Luft reinkommt. Bitte? Was heißt das? Ich habe verloren. Das heißt, du hast nicht gewonnen. Hast du dich den ganzen Weg hierher heraufgequält? Ja, in der Bahn. Auf dem Fenster gucken. So ein Jammer, du kommst zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorfälle bereits unserem Boss gegeben. Fuck, na und? Ach du Scheiße, was bist du denn, ey? Alter, ernsthaft, ganz... Also so irgendwie so ein bisschen was Feminines hat der ja schon. Oder? Gott, ey. Das sieht aus wie ein Mannsweib. Wolfgang. Okay, Wolfgang, dann... Ja, oh, Gott sei Dank. Ach nee. Doppelkick! Manche Pokémon sehen echt irre aus. Ich liebe Kanivanhas. Kanivanhas heißt wirklich so. Ich habe immer gedacht, ich hätte es irgendwie falsch ausgesprochen. Das heißt ja wirklich Kanivanha. Ich liebe die Weiterentwicklung. Haido, die ist geil. Oh, und ich liebe die Kampfmusik. Die ist so Hammer. Ich soll es behalten. Doppelkick! Für, keine Ahnung, Team Tempest, hä? Eine Ein-Mann-Armee, so. Nö, spiel ein Kerl. Ding. 37, ja und? Nur weil ich zu Team Tempest gehöre, bin ich ja nicht Tempest selbst. So, da habe ich wohl verloren. Gut, dass ich dich nicht... Gut, dass ich dich nicht schon im Meteorfälle ausgefordert habe. Wieso? Hättest du schon vorher hinter dich gebracht, du Sackgesicht. Jo, und da der eine Nummer für sich ist, wobei ich jetzt nicht im Ansatz glaube, dass ich verlieren werde, aber so rein vorsichtshalber... Kann es nicht schaden, beziehungsweise wir sind ja eh bei 20 Minuten. Tja, Cliffhanger! Entschuldigung!